von ProSieben. Nun ist er weg, hinterlässt ein dickes Wund in unserem Herzen, sein Flash. Er ist ein Multitalent, alle seine Shows waren perfekt. Für das, was er tat, hatte mein größten Respekt. Höflich und nett, aber ehrlich und direkt. Für ihn gingen wir gern die Woche spät ins Bett. Spätestens jetzt wird mir klar, dass er's war. Der einzige Grund, warum ich ferngesehen hab. Ich hätte niemals gedacht, dass er einfach so geht. Und ich hab sofort gewusst, dass er mir eines Tages fehlt. Seine Gags, seine Humor, seine Band, das Format. Er sagt halt, wie es ist, auch wenn man es nicht hören mag. Er wusste, wie es geht und hatte immer tolle Gäste. Und sein Schreibtisch mit Knöpfen war mit Abstand das Beste. Auch wenn er gerne hetzte, hat man ihn geliebt. Ich glaube nicht, dass es je einen Nachfolger gibt. Wie der Klitschko beim Boxen, der Stier unter den Ochsen. Immer schwer zu besiegen, die Legende von ProSieben. Der Typ, der kämpft und nie aufgibt, viel lacht und gut drauf ist. Was ist uns geblieben? Die Legende von ProSieben. Jackett und helles Hemd, kenne keinen, der ihn nicht kennt. Er machte das, was es nie gab. Ja, das ist Stefan Raab. Breites Grinsen im Gesicht, nein, mit kennt er nicht. Sehr direkt und auch mal hart. Ja, das ist Stefan Raab. Ja, der Stefan Raab ist eine Klasse für sich. Aha. Er sieht zwar nicht so aus, doch unterschätzt ihn mal nicht. Denn egal ob Schlacken Raab oder die Autoball-WM, ganz und gar nicht selten war am Ende er der Champ. Oder die Lena Meyer-Landrut. Jeder hat jetzt eine CD von dir, die nun im Schrank ruht. Aber ey, ich fand's gut, jeder rief dir Dank zu. Und hinter dir, da stand natürlich wieder Stefan Raab. Und das sogar im Anzug. Sind wir doch mal ehrlich, wer kennt diesen Kerl nicht? Eine Panne im TV und sofort wird es gefährlich. Egal wie sehr du dich bemühst oder darauf hoffst, ein falscher Blick und du bist sofort ein roter Knopf. Du kannst machen, was du willst und auch nichts dagegen tun. Ein kleines Beispiel. Und auch beim Vollzeit-Running-Gag fragen wir mal nach. Man sollte immer aufpassen und überlegen, was man sagt. Egal ob Pfefferspray oder auch die Schubschaladen. Er hat jeden im Visier, also bloß nichts Falsches sagen. Er hatte immer ein Gespür für den richtigen Moment. Und fast immer dachte ich mir, wie geil ist das denn? Aber jetzt ist leider Schluss, du bist weg, doch was ist dann? Dann ist das nicht mein Land. Und so geht es nicht nur mir, nein, so viel sei gesagt. Auf die Legende von ProSieben. Ein Hoch auf Stefan Raab. Wie der Klitschko beim Boxen, der Stier unter den Ochsen, immer schwer zu besiegen. Die Legende von ProSieben. Der Typ, der kämpft und nie aufgibt, viel lacht und gut drauf ist. Was ist uns geblieben? Die Legende von ProSieben. Jackett und helles Hemd, kenne keinen, der ihn nicht kennt. Er machte das, was es nie gab. Ja, das ist Stefan Raab. Breites Grinsen im Gesicht, nein, mit einem kennt er nicht. Sehr direkt und auch mal hart. Ja, das ist Stefan Raab. Herr Raab, wir bedanken uns ganz herzlich für 16 Jahre super gute Shows im deutschen Fernsehen. 2303 an der Zahl. Und das allein durch TV Total. Vom Metzger zum Millionär, das ist dein Leben. Es wird auf jeden Fall keinen zweiten von dir geben. Du hast viel erreicht und so viel Herzen erobert. Wir werden dich vermissen. Unfassbar, oder?